Ich glaube an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. An einen Gott, der liebt und der niemanden im Dunkeln zurücklässt. Und der uns immer wieder entgegenkommt, die Hand ausstreckt, auch wenn wir es nicht sehen können oder manchmal auch nicht wollen. Spirituell der heilige Dominikus, weil er uns gezeigt hat, dass es sich lohnt, über Gott und mit Gott zu sprechen. Und weil er uns auch gezeigt hat, dass Predigen weit mehr ist, als hinterm Ambo zu stehen oder von der Kanzel runter zu predigen. Dass er unglaublich frei macht und offen für Liebe und Wärme. Ja, an zwei Religionen, dem Judentum und dem Islam. Und zwar, weil sie auf diesen liebenden Gott vertrauen. Und weil sie sich ihm ebenso nähern, umso schmerzlicher, wenn das im Alltag nicht funktioniert. Unbegreiflich. Der Auferstandene. Wissen, wie es weitergeht. Anderen Liebe und Zuversicht zu stiften. Sie göttlich ist.